So, hallo und herzlich willkommen zu unserem neuesten Video. In diesem Video möchte ich auf unseren Trade Buddy und auf neue Funktionen eingehen. Also, du siehst hier schon geöffnet den Trade Buddy. Falls du den noch nicht kennst, dann schau dir doch unser anderes Video an, wo ich den ein bisschen ausführlicher vorgestellt habe. Da wirst du dann auch sehen, was der generell für Funktionen hat, wofür der zu gebrauchen ist und wo du ihn dir kostenfrei runterladen kannst. Generell ist der Trade Buddy einfach eine Kombination aus Trading Tagebuch und einem Risikomanager. Und was besonders gut ist, der hat hier so eine MT4-Import-Funktion, womit man die Trades aus dem MetaTrader 4 direkt importieren kann, so dass man nicht jeden Trade einzeln eintragen muss. Und ja, wir haben den jetzt ein bisschen draußen. Wir haben ja gesagt, wir nehmen gerne Feedback entgegen. Es kam auch Feedback zum Trade Buddy. Viele fanden ihn gut. Es wurden natürlich auch neue Funktionen vorgeschlagen oder Verbesserungsvorschläge. Wir haben da jetzt teilweise was von umgesetzt. Und zwar fange ich mal an. Als erstes, hier sieht man schon diesen kleinen Pfeil. Wir haben hinzugefügt, dass man die einzelnen Spalten hier sortieren kann, also aufsteigend und absteigend. Kann man hier sortieren, also generell die Sortierung, eine Standardsortierung hat ja immer stattgefunden nach dieser einmaligen ID hier vorne. Man kann jetzt aber auch zum Beispiel die ID absteigend sortieren oder halt jede andere Zeile dann oder ja, Spalte sortieren. So kann man zum Beispiel direkt den größten Gewinn oder größten Verlust rausfinden. Okay, dann was ist noch neu? Ansonsten haben wir hier bei der Grafik etwas geändert. Die alte Grafik war ja ein bisschen rudimentär gestaltet. Das ist jetzt alles ein bisschen moderner hier. Und was noch dazu gekommen ist, ist, dass man sich hier, wenn man über diese einzelnen Punkte fährt, kann man sich dann auch die Daten zu diesem Punkt anzeigen lassen. Der obere Wert ist dann immer die einmalige ID von dem Trade und der untere Wert stellt quasi die Equity zu diesem Zeitpunkt dar. Genau. Ansonsten die Equity-Kurve hier ist immer sortiert nach der ID hier vorne. Und genau, ich denke, das macht Sinn, weil in der Reihenfolge sollten die Trades auch eingetragen werden. Okay, ansonsten wurden jetzt bei dem Trade Buddy noch einige Bugs repariert, sodass das Ganze stabiler laufen sollte. Und genau, falls jetzt neue Funktionen irgendwem noch einfallen, falls dir vielleicht auch neue Funktionen einfallen, dann lass uns das bitte wissen. Ansonsten freuen wir uns auch immer gerne über Feedback zu dem Trade Buddy. Herunterladen kannst du ihn wie immer noch auf unserer Webseite und dann erhältst du auch den Expert Advisor direkt, womit man die Trades aus dem MT4 exportieren kann, damit man sie anschließend hier importieren kann. So, ich wollte auch nur ein ganz kurzes Video machen, bedanke mich, dass du zugeschaut hast und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.